die Kuchen ja gell, 2700 Umdrehungen, Kupplung langsam, Affe, loslassen, HF50, Turbolader, fahrt aber drehen, landet auf den Kuchen und los geht's! Es geht hier um einen Zimmerwald-Cup, um einen Längenwerk-Cup. Vom höchstgelegenen Tractor Pulling europaweit auf 900 Meter über Meer, wo sich hier die Piste befindet. Nicola Gomale! Oh, langt das, Gomale! Eieieiei, es soll nicht ganz sein! Und dann sind wir gespannt, ob er genug Gewicht vorne hat. Meter durch für ihn. Aber es läuft ihn jetzt langsam vorderachs an, bekommt noch ein mehr Schluck. Und jetzt die rote Fahne. Zügig unterwegs mit einem 640er Fiat. Ist er hier wirklich noch gut unterwegs? Balancierung scheint ebenfalls geschnitten, Luftdruck geschnitten. Und das gibt es über einen Vogel. Fehlerfrei mit Riesenreserven, 14 Rennkamen hier, über 70 Meter. Er ist gedrängt worden von zwei Chauffeuren, und zwar von zwei Chauffeuren auf Fiat 640. Beide auf 81 Meter vorgekommen. Der Zweitplatzierung auf 81 Meter 27. Aus Öschenbach, Reto Eberhard. Und der Sieger mit 81 Meter 43, Fiat 640 aus Brünnisried, Stefan Dürtli! Jawohl! Sitze gut, nehmen Platz auf dem Siegerehrungsmobil. Die Kategorie für sich entscheiden. Applaus auch auf dieser Seite für die drei Sieger. Dürtli, Stefan! Manfred grüne Flocke für den Argo de Kroos auf Neuholland C8. An unsere Freunde von den Lowland Bullers. Jawohl, und auf den Kurs. Es wird dann 100 Meter. Es wird dann 100 Meter. Ja, man! Also, Paul, der Schulter,
Du hast hier eine Rundreise gewonnen, gespendet vom Veranstalter hier der Familie Guggisberg zum Anlass der Traktorpulling-Veranstaltung. Was hast du jetzt für einen Eindruck von der Schweiz? Du hast gerade den Rundflug hier beendet, der gespendet worden ist. Was hast du für einen Eindruck von der Schweiz? Ja, das ist super hier. Ich bin 4 Jahre her das erste Mal hier gewesen in Zimmerwald. Und wir haben das hat uns immer super gefallen. Und Daniel hat gefragt, ob wir auch mit unserem Team hier fahren wollten. Und ja, wir sind mit dem ganzen Team hier hingekommen mit 2 Traktoren. Und ja, das ist ein super Weekend. Leute sind sehr gastfrei. Und jeder redet mit uns. Und es ist super interessant hier. Hallo Arco. Hallo. Wie geht's? Ja, super. Du hast gerade auch einen Rundflug gemacht? Ja, ja. Ich habe einen wunderbaren, sehr schönen Rundflug gemacht. Du bist hier das erste Mal in der Schweiz an den Start gewesen für eure Nation von Holland aus. Wie hat es dir gefallen? Sehr, sehr gut. Ich habe sehr viel Spaß gehad diese Wochenende. Viele Leute sind sehr enthousiast und ja, das sind wunderbar. Und wie war die Bahn hier gegenüber bei euch oder zu den Stellen, wo ihr sonst immer gefahren seid? Du musst immer Glück haben mit der Bahn, aber die Leute haben sehr gute Arbeit verricht und haben sehr gute Bahn. Jo, schön. Und außerdem, ich habe gesehen, du hast heute noch gestern noch den 3. Platz in der Sportklasse gemacht. Meinen herzlichen Glückwunsch dazu und alles Gute. Dankeschön, Dankeschön. Bitte. Geflickt werden. Bock! Sie sind Siegfahrzeug und wir fangen an mit der Siegerehrung. Im 3. Rang mit 97,24 m. Dios Nimro, Umrundier 6 Kreiser, Hans Guggisberg. Bravo! Rang 2 in der Mitte. 97 m, 77 m. Rang 2 für Josef Siebers aus Dornbeck. Vorne Glas für dich im schlechten Gesehen hier im Zimmerwald. Oberschritt Nummer 1 wird hier am Nachmittag in einer Warnstoff-Sätze auf der Kategorie mit 103 Meter über uns im Schlechten. Der Paul Schalter Sengel. Hallo! Erster Platz, Schaaf-Hol! Ich bin jetzt hier 3 Gewinner auf dem Siegerring von der... Oh,
Nein, nein.